Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen. Die Gameboy-Kamera ist eine echt wirklich kuriose Entwicklung von Nintendo. Oder eine Kamera in einem Gameboy-Modul, die Ende der 90er Jahre Fotos machen konnte und das auf dem krümeligen Display, der schon zum Start Anfang der 90er Jahre nicht gerade haltig war. Unterschätzt dieses Hardware-Add-on nicht und in diesem Video zeige ich euch warum. Die 1990er Jahre markierten eine Ära bedeutender Fortschritte in der Digitalfotografie. Die Erfindung und Weiterentwicklung von CCD-Sensoren, also den Charged Coupled Device, revolutionierte die Bildaufnahmetechnologie. Diese Sensoren ermöglichten die Erfassung von Bildern in digitaler Form, was einer drastischen Reduzierung der Größe und der Kosten von Kameras natürlich führte. Bedenkt, wie Kameras davor aussahen, ich und wahrscheinlich ihr, seid ja ganz wahrscheinlich mit diesen klassischen Filmkameras aufgewachsen. Da muss man sich immer einen Film kaufen. Die gab es in verschiedenen Größen, zu verschiedenen Preisen natürlich. Man musste dann immer auf gut Glück fotografieren und bis zum Entwickeln hoffen, dass auch das Bild gelungen ist. Diese rasante Entwicklung dieser neuen Technologie und der Reduktion der Herstellungskosten spielt dann natürlich eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung auch der Gameboy-Kamera. Denn nur mit der Verkleinerung der Komponenten konnte man überhaupt erstmal auf so kleinen Raum alles unterbringen. Bedenkt, das war alles auf diesem kleinen Modul. Wie ihr natürlich alle wisst, stieg in den 90er Jahren das Interesse an tragbarer Unterhaltungstechnologie rasant. Geräte wie tragbare CD-Player, Handheld-Konsolen und digitale Organizer wurden immer beliebter und durch die große Verbreitung auch immer erschwinglicher. Diese Marktentwicklung schuf ein günstiges Umfeld für die Einführung innovativer Zubehörteile, die die Funktionalität bestehender Geräte natürlich erweiterten. Nintendo erkannte diesen Trend und sah die Möglichkeit, mit der Gameboy-Kamera ein Produkt auf den Markt zu bringen, das sich von den anderen natürlich abheben würde. Eine Kamera in einer Videospielkonsole war damals eigentlich wirklich undenkbar. Shigeru Miyamoto muss ich jetzt wohl nicht genauer vorstellen. Der legendäre Spieleentwickler bei Nintendo war bekannt für seine kreativen und innovativen Ideen. Miyamoto hatte eine ausgeprägte Fähigkeit, traditionelle Spielkonzepte zu erweitern und neue Wege zu finden, um Spieler zu begeistern. Er erkannte das Potenzial der Digitalfotografie als Mittel, um den Spielspaß zu erhöhen und den Nutzern neue kreative Möglichkeiten zu bieten. Bedenkt, der Konsolenmarkt wurde immerhin zunehmend härter und damit konnte sich Nintendo natürlich von der Konkurrenz stark abheben. Diese Innovationskultur ermöglicht es den Unternehmen, Risiken einzugehen und unkonventionelle Produkte zu entwickeln. Das ist ja heute nicht anders. Man schaue sich nur einmal die Wii oder die Switch an, die nicht umsonst immer außerhalb dieser eigentlichen Konkurrenz von Microsoft und Sony angesehen werden. Nintendo ist da halt einfach seine eigene Marke und ja, unabhängig von den anderen. Die Entwicklung der Gameboy-Kamera war das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams von Nintendo. Hardware-Ingenieure arbeiten eng mit Softwareentwicklern zusammen, um auch sicherzustellen, dass die Kamera nahtlos in das Gameboy-System integriert werden konnte. Die Teams mussten sicherstellen, dass die Hardware natürlich zuverlässig und die Software natürlich auch intuitiv und leistungsfähig war. Die Kamera bietet verschiedene Funktionen zur Bildbearbeitung, einschließlich Filter und Rahmen, die es den Benutzern ermöglichen, ihre Fotos auf kreative Weise zu gestalten. Dazu natürlich mehr später. Die Gameboy-Kamera wurde so konzipiert, dass sie nahtlos mit der bestehenden Gameboy-Hardware zusammenarbeitete. Sie wurde in den Modulschacht des Gameboys gesteckt, ähnlich wie ein Spielmodul. Ihr müsst also dort nicht großartig mit speziellen Kabeln oder ähnliches rumhantieren. Nein, einfach reinstecken und los kann es gehen. Die Kamera nutzte dann den Bildschirm des Gameboys zur Anzeige der Fotos und Tasten zur Navigation und zur Bearbeitung. Wie ihr euch aber sicherlich denken könnt, war die Entwicklung der Gameboy-Kamera natürlich nicht ohne Herausforderung. Eine der größten war die begrenzte Rechenleistung und Speicherkapazität des Gameboys. Immerhin war ja das System schon bei seinem Erscheinen nicht gerade die schnellste Hardware und Hightech. Durch die Verwendung von sehr effizienten Code und cleveren Algorithmen konnten sie die Kamera aber so gestalten, dass sie trotz dieser technischen Einschränkung wirklich leistungsfähig war. Ein weiterer wichtiger Faktor war die wirtschaftliche Machbarkeit des Projekts. Die Kamera musste ja zu einem Preis angeboten werden, der für die Zielgruppe erschwinglich war, ohne dabei natürlich die Rentabilität zu gefährden. Eine Kamera, die teurer ist als das System selbst, würde natürlich jetzt wirklich keiner kaufen. Das erforderte sorgfältige Überlegungen bei der Auswahl der Komponenten und der Gestaltung des Herstellungsprozesses. Nintendo musste sicherstellen, dass die Kamera nicht nur technologisch machbar, sondern auch wirtschaftlich rentabel war. Heraus kam eine Kamera, die in 4 Graustufen und einer maximalen Auflösung von 128x112
was ungefähr 0,014 Megapixeln entspricht, fotografieren konnte. Der Beleuchtungsbereich ist zwischen einem und 10.000 Lux und hat eine Bildfrequenz von 10 bis 30 Frames per Second. Um euch nochmal einen Vergleich zu geben, die Nikon Coolpix 900 erschien im selben Jahr und war eines der besseren Modelle, die es da gab. Diese hat eine Auflösung von 1280x960, was 1,3 Megapixeln entsprach, hatte aber auch einen Neupreis von umgerechnet ca. 1.100 Euro inflationsbereinigt. Auf dem Modul fanden 30 Fotos Platz, die per Linkkabel getauscht werden konnten, jedoch nicht runtergeladen werden konnten. Zumindest nicht auf einfachen Wege. Theoretisch hätte man das mit nur in Japan erschienenen 64DD Add-on für das Nintendo 64 das machen können, aber ob das wirklich wer gemacht hat, ist wohl eine andere Frage. Heutzutage habt ihr aber zum Glück es einfacher. Mit dem GB Operator von Epilogue für knapp 60 Dollar könnt ihr Module bis zum Game Boy Advance am Computer nämlich einlesen. Natürlich auch die Kamera und dort könnt ihr dann auch die Bilder auf dem PC endlich speichern. Die Markteinführung der Gameboy-Kamera wurde sorgfältig geplant, um eine maximale Aufmerksamkeit zu erzielen. Nintendo nutzte verschiedene Marketingstrategien, um die Vorzüge der Kamera hervorzuheben, darunter Werbekampagnen, die die kreative Möglichkeiten der Kamera natürlich nochmal betonten. Die Werbung zielte darauf, die Vielseitigkeit der Kamera und ihre Fähigkeit, Spaß und Kreativität zu fördern, hervorzuheben. Sie erschien weltweit 1998 und kostete bei uns zwischen 129 und 149 D-Mark. Hier habe ich leider keine ganz genauen Details gefunden. Inflationsbereinigt werden das heute so ungefähr 102 bis 118 Euro. Die Reaktionen auf die Gameboy-Kamera waren überwiegend positiv. Viele lobten die kreative Freiheit, die Kamera bot und die Möglichkeit, Fotos zu machen und dann auch zu bearbeiten. Bedenkt dabei, für die breite Masse war das der erste Berührungspunkt mit der digitalen Fotografie. Was aber natürlich klar ist, Profis wurden natürlich durch die Kamera nicht angesprochen. Die hatten ja, wie erwähnt, durchaus andere Profi-Kameras. Die Gameboy-Kamera war ein kommerzieller Erfolg und verkaufte sich gut in den wichtigen Märkten weltweit. Die Kamera fand natürlich auch nicht nur bei eingefleischten Gameboy-Fans Anklang, sondern zog auch neue Benutzer an, die von der einzigartigen Funktionalität und der kreativen Möglichkeiten wirklich angezogen wurden. Die Kamera verkaufte sich übrigens weltweit ungefähr 2,3 Millionen Mal. Ein Achtungserfolg für ein eigentlich sehr kurioses Add-on, das mit sehr viel Mut auf den Markt gebracht wurde. Wie erwähnt, ist das Modul ein ganz besonderes. Die untere Hälfte ist wie ein ganz normales Gameboy-Modul gestaltet und oben prangt die Kamera. Die könnt ihr übrigens auch sogar 360 Grad drehen und kann man so vielleicht etwas augenzwinkernder als eine der ersten Selfie-Kameras bezeichnen. Das eigentliche Modul bietet euch auch so einige Software-Features. Im Grunde gibt es drei verschiedene Punkte: Shoot, View und Play. Bei Shoot geht es natürlich darum, ein Bild zu machen. Hier könnt ihr klassisch ein Bild machen und dort den Kontrast und die Helligkeit einstellen. Es gibt eine Option für einen Selbstauslöser, Panoramamodus und so weiter. Sogar sogenannte Trick Lenses, also so verspiegelte Aufnahmen, sind möglich. Ich finde es super faszinierend, wie viele Optionen hier wirklich euch geboten werden. Man sieht hier wieder sehr stark Nintendos Einfluss, nicht nur einfach eine Kamera zu bieten, sondern so zum Spielen und so zum Probieren einzuladen. Bei View findet ihr das Album und könnt dort eure geschossenen Meisterwerke anschauen. Aber nicht nur das könnt ihr hier, sondern auch eine Slideshow starten oder eure Bilder mit Stickern und Rahmen und so weiter verschönern. Und dann haben wir noch die Play-Section. Hier habt ihr die Auswahl an drei verschiedenen Spielen. Das Menü ist ein einfaches Shoot'em-up und hier könnt ihr zuerst, also ganz verspielt, zwischen zwei anderen Spielen auswählen, indem ihr die einfach abschießt. Ball und DJ. Ball ist eine Umsetzung des alten Game & Watch Klassikers und DJ ist ein nettes Minispiel, das euch in die Rolle eines, naja, DJs versetzt. Das Beste daran, ihr verwendet eure vorher geschossenen Bilder. Klar, die Spiele sind jetzt nicht wirklich der Burner, aber einfach eine nette Dreingabe. Allgemein ist die Software für die Kamera eben nicht nur eine einfache Kamerasoftware und ihr könnt hier nur Bilder aufnehmen. Es erlaubt euch wunderbar kreativ mit den Fotos umzugehen und so spielerisch auch ein paar Grundlagen der Fotografie euch selber beizubringen. Und auch so spielerisch euch ein paar Grundlagen der Fotografie selbst beizubringen. Und ihr seht das auch schon im eingeblendeten, Gameplay. Es ist einfach nur herrlich verspielt aufgemacht. Und genau das macht die Gameboy-Kamera zu etwas Besonderem. Okay, ihr habt jetzt eine tolle Kamera und ein tolles Modul mit vielen Sonderfunktionen. Aber was wollt ihr jetzt eigentlich mit euren Bildern machen? Will man ja schließlich auch in der Hand haben und anderen zeigen. Statt den Gameboy mit sich rumzuschleppen und nur dafür
will natürlich jetzt keiner. Und ihr konntet das Gerät jetzt auch nicht einfach mit einem Computer anschließen und von da aus ausdrucken. Auch hier gibt es eine Lösung, den Gameboy Drucker bzw. Gameboy Printer heißt er offiziell. Der erschien nur wenige Wochen nach der Einführung der Kamera 1998. Der Gameboy Drucker nutzte eine spezielle Thermodrucktechnologie, ähnlich wie bei frühen Faxgeräten oder Kassenzetteldruckern. Der Drucker verwendet jetzt keine Tinten- oder Tonersystem, sondern druckte durch gezieltes Erhitzen von beschichtetem Papier. Wenn das Papier erhitzt wurde, änderte sich dann die Farbe und erzeugte dann so das Bild. Das hat natürlich hier den Vorteil, dass ihr nicht immer teuer Tinte nachkaufen müsst und dass der Drucker auch sehr kompakt blieb. Betrieben wurde der Drucker nicht durch ein Netzteil, sondern durch Doppel-A-Batterien. Die Technik hatte aber natürlich auch so Nachteile. Zuerst einmal brauchte dieses spezielle Thermopapier und außerdem waren auch große Ausdrucke nicht wirklich möglich. Und naja, die Qualität ist jetzt auch nicht mit richtigen Druckern wirklich vergleichbar. Aber es war gut genug. Ein ähnlicher Ansatz also wie bei der Kamera seitens Nintendo. Der Drucker wurde über ein spezielles Kabel mit dem Gameboy verbunden. Sobald eine Verbindung hergestellt war, konntet ihr die Bilder von kompatiblen Spielen oder den Gameboy-Kamera direkt ausdrucken. Bei den Spielen, die den Gameboy-Drucker unterstützen, gehörten Titel wie Pokémon Blau und Rot, mit denen ihr Spieler ihre Pokémon-Sammelkarten drucken konnten, und Super Mario Bros. Deluxe auf den Gameboy Color, das ermöglichte, Screenshots auszudrucken. Alles im Allen also eine nette Ergänzung, wobei die anderen Funktionalitäten wie das Ausdrucken von Highscores natürlich jetzt nicht wirklich kriegsentscheidend war. Damals kostet das Ding bei Release ungefähr 99 bis 129 Mark, was heute Inflationsbereich so ungefähr 85 Euro werden. Als die Gameboy Kamera 98 auf den Markt kam, stellte sie für viele Kinder und Jugendliche die erste Begegnung mit der Fotografie dar. In einer Zeit, in der die digitale Kameras noch teuer und sperrig waren, bot die Gameboy-Kamera eine erschwingliche und spielerische Möglichkeit, Fotos zu machen und zu bearbeiten. Das höchste der Gefühle damals war ja vielleicht eine dieser Einwegkameras oder ähnlichen. Aber so richtig kreativ konnte man mit denen als Kind natürlich auch nicht sein. Obwohl die Auflösung von 128 x 112 Pixeln und die Schwarz-Weiß-Darstellung im Vergleich natürlich zu modernen Standards wirklich primitiv ist, bot die Kameras eine beeindruckende Palette von Funktionen, die für viele junge Nutzer natürlich revolutionär war. Wie ihr ja im Kapitel zu der Software ja schon gesehen habt, war das eigentliche Fotografieren hier gar nicht so im Fokus, sondern eher die Spielerei mit den Ergebnissen, dem Verfeinern und dem Herumspielen mit den Optionen. Hier dürften viele erst einmal gelernt haben, was zum Beispiel Helligkeit und Kontrast mit einem Foto so machen. Heute, also mehr als zwei Jahrzehnte nach seiner Veröffentlichung, erlebt übrigens die Kamera eine unerwartete Renaissance. Eine wachsende Gemeinschaft von Enthusiasten nutzt die Kamera weiterhin, um einzigartige Lo-Fi-Bilder zu erstellen, die einen deutlichen Kontrast zur Hochauflösung und gesättigten Fotografie bieten, die in der modernen digitalen Welt natürlich vorherrscht. Ein besonderer Trend in dieser Community ist auch die Anpassung der Gameboy-Kamera mit modernen Objektiven. Dank der Verfügbarkeit von 3D-Drucktechnologie und technikaffinen Bastlern ist es heute möglich, Adapter zu drucken, die es erlauben, hochwertige Spiegelreflexobjektive an die Gameboy-Kamera anzuschließen. Dies hat die kreativen Nutzungsmöglichkeiten der Kamera natürlich nochmal erheblich erweitert und ermöglicht es den Fotografen, mit extremen Makroaufnahmen, ungewöhnlichen Perspektiven und künstlerischen Effekten so zu experimentieren, die mit der ursprünglichen Ausrüstung natürlich nicht möglich gewesen wären. Diese Kombination aus alter und neuer Technologie zeigt, wie die Gameboy-Kamera über ihre ursprüngliche Bestimmung wirklich hinausgewachsen ist. Was einst ein einfaches Spielzeug war, hat sich zu einem Werkzeug für ernsthafte künstlerische Experimente entwickelt. Es ist faszinierend zu sehen, wie eine veraltete Technologie durch die kreative Anwendung moderner Werkzeuge wirklich wiederbelebt und neu interpretiert wird. Die Gameboy-Kamera ist also noch lange nicht tot. Nintendo hat es hier wirklich wieder einmal geschafft, durch eine recht kuriose Entscheidung ein Phänomen zu erschaffen, dessen Vermächtnis noch heute andauert. Als die Kamera herauskam, hatte ich damals schon den Gameboy den Rücken gekehrt. Umso spannender finde ich es, heute noch nachzuholen und damit herumzuexperimentieren. Ich kann die Faszination zu dieser Hardware vollkommen nachvollziehen.